Servus zusammen und willkommen zur zweiten Staffel unseres Let's Plays Hearts of Iron 4 mit dem Deutschen Reich. Und was ihr seht, ist allerdings nicht das Deutsche Reich, denn ich möchte mit euch einen kleinen historischen Exkurs machen. Nachdem wir am Anfang der letzten Staffel, also in Folge 0 sozusagen, ja über die Geschichte Deutschlands geredet haben, möchte ich einen kleinen Abriss geben über die Geschichte Österreichs, die mindestens ab dem 19. Jahrhundert doch anders verläuft als die des Deutschen Reiches. Da ja, wir haben es ja gehört, 1866 Österreich rausgedrängt wird aus dem Deutschen Bund. Das heißt, den Anschluss verliert, gewissermaßen an Restdeutschland, wenn man das so sagen will. Und als eigener Staat zu existieren beginnt und eine etwa 100-jährige eigene Geschichte beginnt, bis eben dann das Deutsche Reich unter Hitler mal anklopft, was wir ja jetzt auch im Let's Play getan haben. Das ist der Anlass für diesen Exkurs. Ihr könnt, wenn es euch nicht interessiert, gerne skippen, aber ich finde es immer sehr spannend, tatsächlich zu wissen, was ist mit meiner Nation, die ich hier spiele, passiert. Was spiele ich hier überhaupt und warum sind die ganzen, ja, die ganzen Grenzverläufe so, wie sie jetzt halt hier dargestellt sind im Spiel. Und mir persönlich macht es dann immer gleich doppelt so viel Spaß. Dementsprechend möchte ich euch das anbieten, dass ich immer mal wieder kleine Exkurse mache. Ihr könnt es gerne in den Kommentaren festhalten, wie es euch gefällt. Ja, ich bin gespannt. Was wir hier sehen, ist die Grenze Österreich-Ungarns nach Ethnien. Und wir sehen direkt, das ist bunt. Also wir sehen zum Beispiel rot, das sind die Deutschen. Dieses helle Gelb ganz links unten, das sind Italiener. Unten in der Mitte haben wir die Serbokroaten. Da rechts unten das Braune, das sind die Rumänen. Das Grüne, da so rechts mittig, das sind die Ungarn. Rechts oben haben wir Gelb, Ukrainer. Dann oben in der Mitte haben wir Lila, das sind Polen. Und oben in der Mitte das Dunkelbraune, das sind Slowaken. Also wir haben, und natürlich nicht zu vergessen die Slowenen, die nochmal hier extra gefasst sind, genau. Damit habe ich, glaube ich, alle. Also es gibt natürlich auch noch kleinere Minderheiten. Also wir haben auch Sinti und Roma zum Beispiel. Wir haben Juden, wenn man die extra zählen will. Und wir haben auch zum Beispiel Ladiner. Also es gibt viele, viele Minderheiten hier auf dem Staatsgebiet von Österreich-Ungarn. Und dieses Reich ist naturgemäß dementsprechend sehr instabil. Die Frage ist aber, wie entsteht eigentlich so ein Land Österreich-Ungarn? Das ist ja erstmal ein bisschen seltsam. Und wer jetzt zum Beispiel Europa Universalis 4 spielt, der weiß, dass das nicht immer so war. Also, dass es auch mal getrennte Herzogtümer und Königreiche Österreich und Ungarn gab. Und letztendlich dieser Staat Österreich-Ungarn ist ein unglaublich spannendes, wie kompliziertes Konstrukt. Kurz gesagt handelt es sich dabei um eine monarchistische Realunion. Was ist das? das ist letztendlich ein Zusammenschluss aus zwei Staaten, basierend darauf, dass sie denselben Herrscher haben. Also wir sehen, Österreich hat so eine ganz komische Form, also wie sage ich das jetzt am besten genau? Hier sind so schwarz gestrichelte Linien, die durch das Gebiet führen. Und das sind die Grenzen zwischen den drei Teilen dieses Landes. Nämlich Österreich, also die österreichischen Erblande, die Habsburger Erblande, die von Italien, von Slowenien reichen bis in die Westukraine, also Lemberg oder Przemyśl, das ist heute, Moment, Przemyśl ist auch ukrainisch heute, glaube ich, ja. Genau. Also Przemyśl auf Deutsch und Lemberg. Und wir haben den ungarischen Teil. Mit Ungarn logischerweise als Bevölkerungsmehrheit, aber eben auch Slowaken, Rumänen und Kroaten als große Minderheiten. Im österreichischen Teil natürlich die Tschechen als große Minderheit erstmal zu nennen, im Süden auch die Slowenen, die Italiener auch und eben Polen und Ukrainer. Und es ist, ja genau, und unten, weil ich gesagt habe, Dreiteilung, sehen wir auch noch Bosnien, was so ein bisschen eine Sonderstellung einnimmt, was, sag ich mal, so eine Art integrierte Marionette war. Über Jahrzehnte und dann 1911. Oh Gott, es ist, Jahreszahlen sind manchmal ein bisschen schwierig, wenn es solche Events sind. Glaube ich, wurde es annektiert. 1910, 1911, irgendwie so. Worauf ich hinaus will, dieses Reich hat natürlich naturgemäß hat dieses Reich eine gewisse Instabilität. Ich meine, es ist logisch. Wir sehen es anders als heutige Länder, wenn man sagt Frankreich, da wohnen halt die Franzosen. Natürlich gibt es auch da Minderheiten und auch regionale Minderheiten, auch in Deutschland bis heute. Also wenn man nur an die Sorben oder an die Friesen denkt. Aber
Im Großen und Ganzen sind die heutigen Nationalstaaten, deswegen heißen sie ja Nationalstaaten, homogen. Also deckungsgleich mit einer Ethnie, wenn man so will, oder auch einer Sprache. Also was sehr wichtig ist, ist die Sprache. Das ist für mich auch sehr unterschätzt in der Wissenschaft, weil einfach eine gemeinsame Sprache, ich kann mich einfach nicht verständigen, wenn ich keine habe. So, worauf ich jetzt hinaus will. Dieses Land oder diese beiden Länder existierten in einer Realunion. Das bedeutet, beide Länder sind eigentlich völlig unabhängige Staaten, die aber beide denselben Herrscher haben. Es gibt unterschiedliche Verfassungen, unterschiedliche Regierungsmodelle, zwei Regierungen unter Umständen auch unterschiedliche Gesetze und so weiter, aber eben denselben Herrscher und das zeichnet eine Realunion aus, deswegen real, auch eine gemeinsame Außenpolitik. Das heißt, es wird nicht getrennte Außenpolitik betrieben, logisch, sondern eine gemeinsame. Und auch eine gemeinsame Armee, zumindest im Kriegsfall. Und alle kennen die Geschichte vom Ersten Weltkrieg, nehme ich mal an. Wenn nicht, könnt ihr ja gerne mein Strategic Command Let's Play anschauen. Das eben auch den Ersten Weltkrieg sehr gut darstellt. Da habe ich gegen den guten Solrak gespielt, gegen Carlos auf dem Discord-Server. Auch Discord-Server-Link in jeder Videobeschreibung. Und dieser Erste Weltkrieg war natürlich verheerend für Österreich. Also Österreich fiel, oder Österreich-Ungarn, diese Realunion, dieses Konstrukt fiel auseinander und spaltete sich in verschiedene, ja, Staaten, Nationalstaaten mehr oder weniger auf. Oder ich fange mal andersrum an. Wie entstand dieser Staat überhaupt? Wir haben ja 1866 als ganz wichtiges Jahr, weil in diesem Jahr der Deutsch-Deutsche Krieg stattfand. Also Österreich, das Kaiserreich Österreich, kämpfte gegen, also mit dem Deutschen Bund gegen das Königreich Preußen und verlor. Da ist die Schlacht bei, schlag mich tot, bei Königgrätz. Genau, die Schlacht bei Königgrätz findet da statt. Und Österreich verliert. Und es gibt innere Unruhen in Österreich. Vor allem Ungarn ist nicht happy. Österreich modernisiert sich auch ein bisschen und ungarische Adelige werden dabei teilweise enteignet. Also da geht es auch um die Bauernbefreiungen und so, die da für Unmut sorgen. Und Ungarn rebelliert so ein bisschen und es ist durchaus auch schwierig. Also Ich überlege gerade, was ich noch reinbringen soll an Fachbegriffen, weil es man könnte stundenlang, tagelang nur über das 19. Jahrhundert reden und wie da die Monarchien versuchten, quasi republikanische Strömungen aufzuhalten und auch natürlich Probleme hatten mit ihren Ständen, also dass die Adeligen weiterhin die Monarchie stützen. Lange Rede, kurzer Sinn, es kam zu einer Art Ausgleich. Die ungarischen Adeligen und Eliten empfanden es als vorteilhaft sozusagen, einen Habsburger als König von Ungarn zu behalten und als König einzusetzen, eben in einer Realunion mit Österreich weiter zu existieren, um quasi weltpolitisch weiterhin ein Gewicht zu haben. Und gleichzeitig sieht man ja, dass Ungarn hier auch sowas wie eine, ja, Hegemonialmacht ist. Also mit Rumänen, Slowaken und Kroaten auch Gebiete hat und Nationen unter sich hat sozusagen als Vasallen, die man unterdrücken kann und sich stark fühlen kann dabei, und dementsprechend war es für die Ungarn auch von Vorteil sozusagen, in dieser Union zu verbleiben. Und natürlich, wenn man da ausscheidet, wenn es dann eventuell Krieg gibt und so, dann ist das für niemanden gut, der irgendwie Land besitzt oder so oder Werte in Ungarn hält. Dementsprechend war dann schnell klar, es kommt zu einer Art Ausgleich, also Ungarn wird sozusagen als Königreich in einer Personalunion mit Österreich entlassen. Und so sieht dieser Staat dann aus. Der existierte bis 1918, wo er zerfiel, ganz offiziell. Also der Erste Weltkrieg ging verloren und das Vielvölkerreich Österreich-Ungarn, wie man so schön sagt, wurde auseinanderdividiert. Es gingen links unten Gebiete an Italien. Ganz unten bildete sich aus den, Südslawen, also Slowenien, Kroatien und Serbien, die man hier im Gebiet von Österreich-Ungarn hat. Und auch außerhalb bildete sich das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenien, das spätere Jugoslawien. Ungarn wurde zurechtgestutzt sozusagen, Rumänien bekam Siebenbürgen oder Transsilvanien. Und ja, Polen bekam alles, was da so rechts oben ist. Genau. Und die Tschechoslowakei entstand. Also es war ein ziemliches Durcheinander und Kuddelmuddel am Ende des Krieges. Und das äußert sich auch in der folgenden Karte, und da habe ich jetzt mal lustige Sachen gemacht. Und zwar habe ich zwei Karten übereinander gepackt. Das ist nicht ganz deckungsgleich, aber es passt ungefähr. Und zwar sehen wir hier die Karte des Deutschen Reiches später während des Krieges 1944.
und darüber gelegt eine Karte von Deutsch-Österreich. Was ist Deutsch-Österreich? Deutsch-Österreich war ein Ausdruck des Kuddelmuddels nach dem Ersten Weltkrieg. Weil man muss sich vorstellen, wir leben in einer, oder wir sprechen über eine Zeit, in der es kein Fernsehen gab. Oder nur ganz marginal, kein Radio oder nur ganz marginal. Und in der Nachrichten eine Weile dauerten und Gesetze auch erstmal durchgesetzt werden mussten. Also es war eine Zeit von Anarchie, von Instabilität. Und das galt natürlich auch für eventuelle Friedensverträge, also die Pariser Vorortverträge, Versailles oder auch Trianon, dann später. Die fanden natürlich nicht sofort Anwendung, sondern jeder, der irgendwas zu sagen hatte, irgendwelche Eliten, versuchten natürlich irgendwie ihre Vorstellung von der Zukunft durchzusetzen. Und so kann man die Zeit für Österreich nach dem Krieg nur als chaotisch bezeichnen. Und so bildete sich, ihr seht, diese farbig eingefärbten Gebiete. Vielleicht kann ich sie einmal grabben, dass ihr sie genau auseinanderhalten könnt. Genau, das ist nämlich hier. Diese hier. Diese farbig eingefärbten Gebiete waren im Wesentlichen die Gebiete, wir haben es auch gerade auf der Ethnienkarte gesehen, in der Deutsche lebten. Also, und auch bis nach dem Zweiten Weltkrieg Deutsche lebten. Wo, oder die Österreich sozusagen als vital österreichische Gebiete betrachtete nach dem Ersten Weltkrieg. Das sollte Teil dieses österreichischen Nationalstaates sein. Diese Gebiete, also die Grenzen sind furchtbar hässlich natürlich. Und eben als Teil des Deutschen Reiches. Also es war von vielen der Plan, sich dem Deutschen Reich anzuschließen. Und wenn man sich das so anschaut, ist es ja auch logisch. Man teilt eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Geschichte, auch eine gemeinsame nationale Identität irgendwo. Und nachdem man ein großes Kaiserreich gewöhnt war, auch ein traditionsreiches Kaiserreich, was sich im Grunde auf Karl den Großen zurückführen kann, wenn man es mal durchdenkt, und eventuell sogar auf römische Kaiser und so, also ganz, ganz viel Glamour und Glorie und ganz viele tolle Titel, die man auch bis heute auf Wikipedia und in den YouTube-Videos der Grablegen der letzten Kaiseranwärter sehen kann. Nachdem man so ein riesiges Reich verlassen hat, glaubte man nicht, dass das kleine Österreich im Verhältnis alleine eine Chance hatte, also dass es bestehen bleiben konnte. Und man dachte sich, im Kontext eines großen demokratischen Deutschen Reiches würde man prosperieren können, würde man am Erfolg eines neuen Deutschen Reiches teilhaben können und hätte halt auf der Welt auch was zu sagen, weil man ja letztendlich das zum selben Volk gehört. Das war auf jeden Fall der Zeitgeist zu dieser Zeit. Und dieser Anschluss Österreichs, also Österreich wollte sich anschließen. Also, wie man sagt, schließ dich mir an und ich werde, was auch immer, dir ganz viel Geld geben. So wollte sich Österreich eben Deutschland anschließen, wollte eben ein Bundesland sein mit dieser Form, was ja auch, wenn es Teil Deutschlands geworden wäre, die Grenzen weniger hässlich macht, weil es ja eben dann Teil Deutschlands ist und dann hier komplett die Grenze ja zu Deutschland wäre, sozusagen. Versteht, was ich meine, denke ich. Und das kam aber natürlich nicht zustande, die Alliierten verboten es und so wurde Österreich zu dem, was wir am Anfang von Hearts of Iron 4 sehen, also ein eigenständiger Staat, der aber auch nie richtig zur Ruhe kam. Ähnlich wie die Weimarer Republik schaffte Österreich es nicht, eine stabile Demokratie aufzubauen und es kam sogar zu einer Art Diktatur in Österreich, ähnlich wie in Deutschland, die Marionettenregime, Marionettenkanzler, kam es in Österreich auch zu einer Art Diktatur, die letztendlich dann sich dazu entschied, keinen Widerstand zu leisten, als die Nazis 1938 anklopften, um sich das Gebiet einzuverleiben. Und da gibt es den schönen Satz, bist du mit der am 13. März 1938 vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich einverstanden und stimmst du für die Liste unseres Führers Adolf Hitler? Das war letztendlich der Wortlaut, also der wortwörtliche Wortlaut, eines Referendums, was dann in Österreich abgehalten wurde, um den Anschluss sozusagen im Nachhinein zu legitimieren. Das kennen wir heute ja auch irgendwie, ne? Also brandaktuelle Geschichte mal wieder. Das ist der Grund, warum ich Geschichte so liebe. Und ja, damit war der Anschluss Österreichs vollzogen. Und jetzt packe ich mal diese Karte von Deutsch-Österreich weg, denn die ist gar nicht relevant. Wir können auch alles, was hier oben ist, also oben rechts, das ist alles Zukunftsmusik für uns im Let's Play, können wir ignorieren. Für uns ist relevant, was hier in Österreich passiert. Und zwar wurde Österreich, wie das Deutsche Reich auch schon, gleichgeschaltet und wurde zu Reichsgauen. Das heißt,
Es wurde gewissermaßen unter Reichsverwaltung gestellt. Man unterschied dann zwischen dem Altreich, also dem Deutschland von vorher sozusagen, und der Ostmark, wie Österreich dann genannt wurde, als dem neuen Teil des Deutschen Reiches. Und Österreich wurde integraler Bestandteil des Deutschen Reiches und hatte damit, das muss man ganz klar sagen, auch Anteil an den deutschen Verbrechen und den deutschen, ja, den ganzen deutschen Machenschaften halt. Also Österreich war integraler Bestandteil von Deutschland und letztendlich die Österreicher zu der Zeit empfanden sich auch als Deutsche. So wie jeder Bayer ja auch Bayer ist, aber auch Deutscher, so waren die Österreicher auch Österreicher und auch Deutsche, nur dass sie eben durch Tradition und die Entwicklungen der Geschichte zu dem Zeitpunkt ein eigenes Land hatten. So, dann kehren wir zurück ins Spiel und ich bin gespannt, wo wir diesmal einsteigen. Oh, schaut mal, es ist sogar halbwegs, halbwegs der richtige Kartenausschnitt. So, wir sind jetzt hier und haben Österreich angeschlossen und ich habe mir, also es war wirklich viel Arbeit, ich bin mal wirklich alles durchgegangen, was man so durchgehen kann im Spiel und habe mir angeschaut, wo es so ein bisschen hapert und bin so ein bisschen auf Effizienzsuche gegangen. Das geht halt nicht, wenn man kommentiert und wenn Dinge passieren und auf die man reagieren muss und so. Dementsprechend habe ich verschiedenste Dinge gemacht und ich gehe jetzt einfach mal alles zusammen mit euch durch und wir schauen an, was so passiert ist. Genau, ich habe hier einmal den verstärkten niederländischen Handel wieder gefordert. Wir haben 35 Vorsprung zu Großbritannien. 15 brauchen wir mindestens. Also, das ist kein Problem. Worauf wollte ich jetzt noch hinaus? Genau, wir gehen einfach mal hier durch. Nachrichtendienst, bin ich raufgegangen auf den Plastiksprengstoff. Plastiksprengstoff hat eine ähnliche Konsistenz wie Knete, weshalb er ideal ist, um feindliche Produktionsanlagen zu sabotieren. Ist also ein logischer Schritt, ausländische Partisanen damit auszustatten. Achso, S. Oh, hoppala. Die Bomben können leicht an den Schwachstellen feindlicher Fabriken versteckt werden und die leichte Formbarkeit des Sprengstoffs macht ihn zur perfekten Waffe für spektakuläre politische Attentate. Ja, so ist es. Jetzt bin ich wieder gegen das Mikro gerumst. Ich sollte es vielleicht vermeiden, weil mein Mikro macht manchmal Faxen. So. Genau. Forschung ist nichts Neues dazugekommen. Diplomatie auch nicht. Handel habe ich halt ausgeglichen, wobei ich Gummi zu viel eingehandelt habe. Okay. Bauvorhaben bin ich ein bisschen weitergegangen, denn ich werde auch gleich zeigen, ich habe auch den neuen nationalen Fokus schon gewählt. Und zwar bauen wir Königsberg ein wenig aus. Da geht es einfach darum, wir brauchen Königsberg als potenzielle Basis für Feldzüge ins Baltikum und auch nach Polen. Und da ist es nicht schlecht, wenn wir gleich die Infrastruktur von Königsberg wirklich vorantreiben. Ich glaube, wir können sogar mal die Infrastruktur von Ermland Masuren auch ausbauen. Dass wir wirklich in der Lage sind, von hier aus in alle Richtungen vorzustoßen, so wie es lustig ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Genau. Dann Produktion. Ach ja, und was ich noch gemacht habe, das bevor wir weitergehen. Ich habe mal die Infrastruktur in Niederbayern, bauen wir auf 100% aus, dass wir dann dort auch ganz schnell und günstig Fabriken bauen können. 8 Stück passen da rein. Also wunderbar. Und ich habe auch mal das... jetzt kommt es wirklich Schlag auf Schlag. Ich habe auch mal das Gesetz auf Kriegswirtschaft geändert von Teilmobilmachung, sodass wir jetzt wirklich all unser Potenzial ausschöpfen können. Und ich möchte circa 5... Also 5 Produktionsreihen, 5 Baureihen haben, bevor wir umsteigen auf das Bauen von Militärfabriken und auch Docks und allem, was man sonst so braucht. Genau, wir haben nämlich auch noch ein bisschen Zeit, weil man kann noch so einiges machen hier im Fokus bauen, bevor wir wirklich einen Krieg erzwingen können, mit wem auch immer. Und das werden wir einfach mal angehen, genau. Wir fordern jetzt erstmal die Ostgebiete zurück. Das ist mal der erste Schritt weiter. Also wir haben eben den Anschluss vollzogen. Österreich ist unser. Österreich ist Teil Deutschlands geworden und durch den Ersten Weltkrieg hat Deutschland viele seiner Gebiete im Osten verloren. Polen ist wieder auferstanden, das Memland wurde an Litauen übergeben. Wir werden beiden Ländern ein Ultimatum stellen, zumindest Polen wird sich aber wohl kaum bloßen Worten beugen. Ja, so ist es. Polen ist halt einfach ein großer und stolzer Staat. Man muss aber sagen, Polen ist auch im Bürgerkrieg, also man muss dann schauen, wie das läuft. Und dadurch, dass wir sie unterstützt haben, ich weiß nicht genau, aber eventuell werden sie ja Danzig oder Krieg annehmen. Das wäre natürlich fantastisch. Also dann würden wir auf diese Weise uns weiter, in Anführungszeichen, kostenloses Gebiet aneignen können und werden in der Lage sein, uns weit auszubreiten und unsere Industrie weit fortgeschritten auszubauen.
ohne dass wir groß kämpfen müssen. Und das wäre natürlich fantastisch. Also je weiter wir es ohne Krieg schaffen, desto besser. Weil ich erinnere nochmal, wir spielen auf sehr schwer. Wo sieht man das denn gut? Ach, zum Beispiel hier. Elite-Schwierigkeit minus 30% oder auch hier. Elite-Schwierigkeit minus 30%. Also es ist echt heftig. Und je mehr wir halt kriegen ohne Krieg, desto besser. Und dementsprechend, wir wollen ja auch nicht als Aggressor auftreten, sondern wir sind hier demokratisch gewählt natürlich und haben auch Österreich natürlich mit einem demokratischen Referendum annektiert, das ist eh klar. Dann bei der Produktion hat sich viel geändert. Ich habe wirklich mal geschaut und recherchiert nach allen Realnamen der hier im Spiel abgebildeten Ausrüstungsgegenstände. Und die entsprechend umbenannt. Also wir haben hier den Panzerspähwagen 222, das Sonderkraftfahrzeug, den Mauserkarabiner 98 kurz, die Baureihe 18 Lokomotiven, die Zusatzausrüstung ist Zusatzausrüstung, da weiß ich jetzt nicht, was man da ändern kann, den LKW Opel Blitz, die leichte Feldhaubitze 18, 10,5 cm, die 2 cm Flak 30, ja, ich könnte auch noch Flugabwehrkanone ausschreiben, aber das habe ich dann mal gelassen. Dann haben wir hier den MAN Panzer 2A. Das ist tatsächlich ein Produkt von MAN. Also den, was heißt das eigentlich? Motoren? Irgendwas mit Motoren wahrscheinlich. Genau, und bei den Flugzeugen vielleicht der größte Schritt. Da wurde mir auch fleißig in die Kommentare geschrieben. Ich finde es sehr, sehr schade, dass man nicht sieht, welche Nationalität die gegnerischen Flugzeuge haben. Das würde noch so viel mehr Flavor geben. Unsere Flugzeuge jedenfalls sind jetzt klar benannt. Also wir haben die Messerschmitt Bf 109E, weil ich da auch zusätzliche Maschinengewehre hinzugefügt habe. Dann die Dornier Do 22, die Junkers Ju-87, die Stuka, das vielleicht ikonischste Flugzeug der Nationalsozialisten oder im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite, um es mal politisch neutraler zu formulieren. Dann die Heinkel He-111B, auch da habe ich, glaube ich, was modifiziert, oder? Ich bin mir nicht sicher. Die Do 17, die habe ich irgendwie vergessen, aber da könnte man einfach auch Dornier dazu schreiben, dann ist es das eben. Und das Transportflugzeug 1, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine historische Entsprechung hat. Ja, vielleicht gucke ich da auch nochmal nach. Bei den Schiffen hat sich nichts so weiter getan. Ich glaube, ich habe ein paar noch deaktiviert, die wir nicht mehr brauchen oder die wir nicht mehr bauen werden. Und ansonsten werden wir vielleicht noch ein paar Schlachtkreuzer der Scharnhorst-Klasse bauen. Oder haben wir Schlachtschiffe hier? Das ist aber doch ein Schlachtkreuzer, oder? Schau mal, Schlachtkreuzerpanzerung 1. Schlachtschiffpanzerung. Das sind doch Schlachtkreuzer. Wieso sind dann hier auch historische Schlachtschiffe? Hm. Komisch. Okay, na egal. Das ist jetzt nicht das Thema. Was allerdings das Thema ist, ist Rekrutieren und Einsetzen. Ich habe hier noch einiges verändert an der Organisation der Armee. Es kam der korrekte Hinweis, ja, ich soll vielleicht eine Waffen-SS aufstellen. Ich muss es nochmal vielleicht rausgreifen. Die historischen Armeezusammensetzungen, ich weiß nicht, ob ich das in Folge 7 gesagt habe oder in der gelöschten Folge 8, die ja soundtechnisch wirklich unterirdisch war. Also da kam ständig so ein Störgeräusch, das konnte ich nicht oben lassen. Ich hatte es einmal nicht geprüft, eine Folge, und dann war es natürlich direkt kaputt. Jedenfalls, das gibt mir jetzt die Chance, mit dieser Folge nochmal mehr Flavor ins Let's Play zu bringen. Insofern, alles ist fit. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Die Armeekomposition, wie man sie historisch hat, also mit Organisationsstrukturen und mit verschiedensten Posten und HQs und Versorgungsinstallationen und so, die sind im Spiel natürlich nur begrenzt abgebildet und auch nur begrenzt abbildbar, sodass es ein spaßiges, strategisches Spiel am Ende wird. Und das ist, also das gilt genauso für die Spielmechaniken wie auch für das, wie man in-game sozusagen seine Einheiten selber organisiert. Ich habe jetzt mal eine Organisation getroffen, mit der ich ganz glücklich bin. Ihr könnt ja auch mal dazu schreiben, wie ihr das findet. Nämlich, ich habe 4 Armeen gebildet. Auch natürlich die österreichischen Truppen mit eingegliedert. Und das ist einmal die erste Armee Panzerwaffe, die zweite Armee Krieger, habe ich die jetzt mal genannt. Also das ist eine einfache Armee mit Soldaten drin. Dann die dritte Armee Gebirge, wo eben alle unsere Gebirgsjäger drin verewigt sind. Und die vierte Armee Motorisiert, wo 10 motorisierte Divisionen auch reinkommen als zusätzliche Verstärkung unserer Truppen, was aber natürlich unsere Industrie
maßlos beansprucht. Wo haben wir eigentlich die? Hier. Genau, 3300 LKW Opel Blitze müssen wir bauen. Okay, ansonsten, genau, ich habe die auf meinen Fronten geschickt, also die Panzerwaffe. Ich werde, glaube ich, jetzt immer die Spitznamen benutzen. Die Panzerwaffe steht an der Grenze zu Frankreich, wartet noch auf 7 weitere Panzerdivisionen. Die Krieger stehen an der Grenze zu Litauen, die wir ja jetzt um Memel sozusagen erpressen. Dann die 3. Armee Gebirge habe ich mal an die Grenze zu Ungarn gepackt. Und die 4. Armee motorisiert, wo habe ich die? Ach ja, genau, an die Grenze zu den Niederlanden. Die warten ja auch noch auf 10 motorisierte Divisionen, die dann erst so richtig den Lachs in Fahrt bringen, sag ich mal. Ich glaube, das war's auch schon. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Doch, ich habe die Luftwaffe noch ein bisschen weiter organisiert. Ich habe hier einmal die Reichsverteidigung zum Trainieren geschickt. Hier habe ich nichts weiter verändert. Hier habe ich auch nichts weiter verändert. Ich finde es fantastisch, wie wir jetzt schon Luftwaffe-Erfahrungen sammeln. Das ist historisch auch genau so gewesen. Also so wie Putin in Syrien für seine Truppen Erfahrungen gesammelt hat, hat Hitler in verschiedenen Bürgerkriegen, historisch vor allem im Spanischen Bürgerkrieg, aber jetzt bei uns eben auch im Italienischen und im Polnischen Bürgerkrieg und auch ein bisschen im Lettischen vielleicht, Erfahrungen gesammelt und vor allem die Luftwaffe-Erfahrung spielt hier eine große Rolle. Wo sieht man nochmal die Doktrinen? Ich bin da immer so ein bisschen alt, was sowas betrifft. Hier, genau. Und vor allem hier sind wir ja schon wirklich weit und wir könnten vor dem Krieg fertig werden. Also, oder zumindest sehr weit kommen. Das ist ja wirklich heftig. Also, da bin ich sehr, sehr begeistert. Auch, dass unsere Luftwaffe dann wirklich, also, böse wird. Und dementsprechend bauen wir auch gut Flugzeuge, obwohl uns an Armeegerät jede Menge Zeug fehlt. Doch, eine Sache habe ich noch gemacht, natürlich. Ich habe die Templates angepasst. Ich weiß, dass es inzwischen flexible oder... Also, dass jeder Geländetyp, sagt man da, gell, hat eine andere Gefechtsbreite. Aber ich glaube, ich gehe trotzdem einfach auf normale 20-Width-Infanterieeinheiten, wie man sie früher benutzt hat. Ich finde es einfach, das ist für mich so Hearts of Iron, wie ich spiele. Bei den Panzerdivisionen habe ich einen Panzer rausgenommen, sodass die Orga höher ist und auch die Gefechtsbreite auf 10 ist, sodass man in der Ebene... Also hier zum Beispiel ist Ebene und da ist eben eine Gefechtsbreite von 90. Und dann kann man eben perfekt, wenn die 20-Width-Infanterie angreift, kann man die dann mit Panzern unterstützen. Und die können dann die letzten 10 Gefechtsbreite immer, wo es halt nötig ist, einnehmen. Natürlich auch, keine Ahnung, wenn es jetzt eine Stadt ist. Genau, das ist zum Beispiel 96, aber da geht auch keine 20er-Einheit hin, nachdem 4 Einheiten angreifen. Und da kann dann auch zum Beispiel ein weiterer Panzer rein. Also das finde ich sehr, sehr gut. Eben eine 10-Width-Einheit ist es jetzt geworden. Genau. Dann haben wir die motorisierte Division. Die geht jetzt mit motorisierter Artillerie. Was natürlich auch spannend ist. Da werden wir gucken, ob das praktikabel ist. Ich habe noch nie mit motorisierten Divisionen gearbeitet. Fand es aber jetzt irgendwie sehr, sehr spannend. Und schauen wir mal, das wird es so lösen. Ich habe hier auch mal eine motorisierte Aufklärungskompanie drin gelassen. Wir haben auch gar keine Punkte mehr. Aber, ja, spannend. Vielleicht ersetzen wir die durch eine leichte gepanzerte noch bei Gelegenheit. Aber da brauchen wir halt auch wieder leichte Panzer für. Also das ist ein Teufelskreis. Genau, hier die Kavalleriebrigade. Der habe ich auch mal Pioniere gegeben. Eventuell nehme ich aber hier noch die Zusatzbataillone raus. Und wir ersetzen sie durch Militärpolizei. Denn die Kavalleriebrigade, die ziehen wir auch mal hoch. Wie geht das nochmal? So, genau. Dann vielleicht die noch hoch. So, dann haben wir jetzt halt so ein bisschen eine... Übersicht. Wobei, motorisierte Infanterie kommt unter die Infanterie. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, das ist die Einheit, die auch unsere besetzten Gebiete verwalten wird, also die Kavalleriebrigade. Vielleicht, wenn wir mal ganz viel Industrie übrig haben, ersetzen wir sie durch eine leichte Auto, was sagt man denn da? Durch eine Panzerwagen-Einheit. Die ist noch besser im Unterdrücken, habe ich zumindest so verstanden. Ist aber natürlich teurer, das ist klar. Und Militärpolizei müssen wir bei Gelegenheit mal erforschen, weil sonst, wenn wir große Gebiete garnisonieren, wird es sonst uferlos, das alles zu unterdrücken. So, haben wir jetzt alles? Genau, ich glaube ja. Warte mal, Alpenjäger-Division habe ich auch eins rausgenommen, dass wir eben auf unter 15 Gefechtsbreite kommen, dass wir uns schön bei Gebirgen, da haben wir ja eine Gefechtsbreite von 75, da können wir uns also
also mit 15, da kommen wir dann auf 5 Einheiten, die da aus einer Provinz angreifen können. Das ist nur ein bisschen, ich glaube 5 Gefechtsbreite haben wir dann verschenkt, aber das ist, glaube ich, besser, als wenn es 16 sind, wie es vorher war, glaube ich. Nee, Schmarrn, vorher war es 12? Warte mal, so. 12, ja, genau. Ich glaube, so war die eine vorher. Und habe ja auch mal Artillerie gegeben. Genau. Und das war's auch schon. Und damit ist die Folge auch schon extrem lang. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir wirklich spielen. Ich werde es aber nicht als 7,5. Folge oder so hochladen, sondern als Folge 8. Also, ja. Sagt gerne eure Meinung dazu, wie ihr so historische Exkurse findet. Mir macht es persönlich sehr Spaß. Ich studiere ja auch Geschichte, da ist es quasi mein Tagesgeschäft, wenn ich so sagen darf. Und ja, wenn ich da ein bisschen was an euch weitergeben kann, dann freut mich das einfach. Genau, bis zum nächsten Mal, macht's gut und Servus!